Rosa und Kameramann Roberto Antonilli aus Weißrussland. Wissen Sie, was E-Sport ist? Das ist, wenn man vor dem Bildschirm beim Gamen ins Schwitzen kommt, denn E steht für Electronics. Stefan Mott aus dem bernischen Kirchlindach ist so einer. Er und sein Team, verstärkt mit Südkoreanern, gehören zur Weltspitze des E-Sports. Ihre Meisterschaft ist das Dreamhack-Turnier in Schweden. Dort geht es, wie am letzten Wochenende, längst nicht mehr ums reine Rumballern am Computer, sondern um $30.000 Preisgeld. Und so bereiten sich die Klickathleten akribisch auf ihre Einsätze vor, bis das die Sehnenscheidenentzündung droht. Jörg Brandenberger. Gamen, bis die Tastatur glüht. Das Dreamhack Festival. 26.000 Spieler, ein Hexenkessel. Bei Turnieren spielen die besten Profi-Gamer der Welt um viel Geld und Ruhm. Ganz vorn dabei Coach Stefan Mott aus der Schweiz und sein Team. Zwei Wochen zuvor. Kirchlindach, ein Bauerndorf in der Nähe von Bern. Im oberen Stock der ehemaligen Käserei trainiert das Team bis zu 10 Stunden am Tag. Der Berner Verein hat Spieler aus der ganzen Welt für sich verpflichtet. Coach ist der schweizerisch-amerikanische Doppelbürger Stefan Mott. Spielername Penguin. Ich muss ein paar Stunden mindestens pro Tag spielen, um einfach, dass meine Finger schnell genug sind, dass ich alles so fast automatisch machen kann. Sie spielen StarCraft II, ein Kriegsstrategiespiel. Gespielt wird nicht im Team, sondern jeder für sich, gegen einen Gegner irgendwo auf der Welt. Es geht ums Spionieren, um den Aufbau eigener Einheiten. Es sei wie Schach, sagen sie. Irgendwann kann sich der Gegner nicht mehr wehren. StarCraft ist in Südkorea ein Volkssport. Von dort kommen die weltbesten Spieler. An der Spitze Chakshi und Stardust mit den roten Kopfhörern. Bis vor kurzem noch von der südkoreanischen Armee gesponsert. Der beste Europäer, sie sind halt sehr, sehr gut mit Ökonomie bauen, sehr, sehr gut mit Strategien. Aber eigentlich alles zusammen zu machen, ist ganz, ganz, ganz schwierig. Und das macht die Koreaner eigentlich besonders gut. Sie spielen um Preisgelder, manchmal bis zu $60.000. Das ist ihr Lohn. Der Verein übernimmt Flugtickets, Unterkunft und Essen. Eine Investition, die sich lohnt. Stardust hat letztes Jahr das prestigeträchtige Dreamhack-Turnier in Schweden gewonnen. Als Stardust und Coach Stefan Mott sich den Turniersieg holten, schauten weltweit Hunderttausende zu. Wie war dieser Moment für dich? Das ist absolut wichtig bei einem Turnier. Die Menge und die Begeisterung. Wichtig für das Business. Das ist es, was sie hier machen. Cedric Schlosser, Jungunternehmer und einer der 4 Vereinsgründer, sagt, erst mit den Koreanern im Team sei es steil aufwärts gegangen. Für uns ist das wichtig, weil sie geben uns als Verein Aufmerksamkeit auf dem höchsten Niveau, also auf den grossen Bühnen von den E-Sport-Turnieren und so weiter. Wenn sie ein Turnier gewinnen, bekommen wir sehr viele Zuschauer, wir haben sehr viele Fotos, wir haben gute Videos und das können wir unseren Sponsoren weitergeben. Jetzt, kurz vor dem Dreamhack-Turnier, leben und trainieren 8 Spieler aus der ganzen Welt in der StarCraft-WG. Sie sind international vernetzt mit einer Mission: Gamen. Nicht als Hobby, sondern als Beruf. Isst du nichts? Ich esse später. Jetzt muss ich ein Turnier bestreiten. Ein seltenes Bild. Die StarCraft-Truppe verlässt die virtuelle Welt und deckt sich mit Chips ein. In der Schweiz ist alles langsamer und grün, aber vor allem sehr langsam. Die Spieler hier auch? Gibt es in der Schweiz überhaupt Spieler? 6 Klicks in einer Sekunde. Jede Taste hat eine eigene Funktion. Jeder Klick kann über Sieg oder Niederlage entscheiden. Das exzessive Training fordert seinen Tribut. Chakshis Handgelenk ist entzündet. Sein Arzt empfiehlt ihm eine Pause, ausgerechnet jetzt vor dem Dreamhack-Turnier. Gamen und Strategien aushacken bis in die frühen Morgenstunden. Es bleibt nur noch wenig Zeit bis zum Dreamhack-Turnier.
Aufmarsch im südschwedischen Jönköping zum größten Gamer-Festival der Welt. 26.000 Gamer, ausgerüstet mit Computer und Schlafsack, werden hier 3 Tage und Nächte durchspielen. 4 große Hallen im Messegelände, bis auf den letzten Platz belegt. Es ist eine Mischung aus Spielmarathon, Show und Rummelplatz. Das Eröffnungsspektakel. Danach wird gespielt, was die Tastatur hält. Auch beim Schweizer Team mit dem Namen My Insanity, mein Wahnsinn. Das StarCraft-Turnier hat begonnen. Die Koreaner dominieren die Vorrunde. Unter ihnen Stardust vom Schweizer Team. Wer am ersten Tag verliert, fliegt raus. Stardust gilt als Favorit. Seine Gegner, alle Profis. Die Strategie von Stardust scheint nicht aufzugehen. Okay. Er hat wahrscheinlich gerade jetzt verloren. Das ist nicht gut gewesen. Ein kurzer Auftritt von Stardust. Bereits am ersten Abend ist für ihn das Turnier gelaufen. Bitter für den Dreamhack-Gewinner vom Vorjahr. Vielleicht habe ich nicht genug trainiert, um zu gewinnen, auch wenn es knapp war. Er sagt's und zieht sich ins Hotelzimmer zurück. Und zwar bis zum Ende des Turniers in 3 Tagen. Freud und Leid beim Dreamhack. Hoch im Kurs ist das Ego-Shooter-Spiel Counter-Strike. Virtuelles Morden, stundenlang. Dieses Game wird auch dieser 11-jährige Junge aus Schweden spielen. Die Eltern helfen beim Aufbau. Stört es Sie nicht, dass Ihr Sohn dieses brutale Waffenspiel spielt? Nein, ich kenne ihn. Er weiß, es ist nur ein Spiel. Wir sprechen viel darüber zu Hause. Es ist kein Problem. Spiel ist ein Spiel. Die meisten, die am Spielen sind, sie wissen auch, dass es nicht ein echtes Leben ist. Und ja, wir sind alle normale Leute. Ein alkoholfreier Massenevent. Die Atmosphäre ist auffallend friedlich. Eine Art Woodstock-Festival im Digitalzeitalter. Am Eingang gibt es sogar Free Hugs, Gratis-Umarmungen. Natürlich gibt es hier auch Kriegsspiele. Das sind aber nur Spiele. Im richtigen Leben aber, wenn die Spieler hier zusammenkommen, sind sie glücklich darüber. Durchhalten heißt die Parole, auch wenn die Müdigkeit ein starker Gegner ist. Hast du hier geschlafen? Ja, hier auf dem Keyboard. Ich habe nur 2 Stunden geschlafen. Ich bin ziemlich müde. Die Spielleidenschaft beschert der Industrie Milliardengewinne. Kommerz an jeder Ecke beim Dreamhack. Sogar die schwedische Armee wirbt um die Jugend. Stardust ist raus. Dafür ist ausgerechnet Chakshi mit seinem entzündeten Handgelenk weitergekommen. Sein Gegner heißt MC und der kennt kein Pardon. Er ist mir im Weg. Ich laufe einfach über ihn hinweg. Auf zur nächsten Runde. Es geht um alles. Chakshi muss hart kämpfen. MC ist ein unerbittlicher Gegner. Doch dann klickt der Schweizer Joker Chakshi seinen Gegner einfach aus dem Weg. Handgelenk hin oder her. Er gewinnt die Runde. Zum ersten Platz hat's dann aber auch für Chakshi nicht gereicht. Er spielt sich auf den 4. Rang und kassiert dafür $6.000. Das war ein gutes Turnier für uns. Der Chakshi hat Top 4 geholt, er ist 4. Platz geworden. Bei den Stardust und Sachsen ist es nicht so gut gelaufen, aber eigentlich, wenn wir irgendjemanden in Top 4 haben, dann ist das schon ein gutes Turnier. Trotzdem ist klar, sie müssen noch mehr trainieren für die Sponsoren und das große Geld. Das ist die Realität außerhalb der virtuellen StarCraft-Welt. Zurück in der realen Welt.